Also so ein schönes Geschenk hier schon, allein das Papier, das ist ja Wahnsinn. Geil, der Wald. Hä? Was ist denn das? Ich glaub's nicht. Mitten im Wald? Das habe ich noch nie erlebt. Puh, nehm ich mit. Vielleicht geht's so weiter, der Beginn einer Glückssträhne. Ich hoff's mal. Immer positiv. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Rechts unten. Aufreiern. Bleh. Power, Power. So Leute, ich habe jetzt einmal den Seistall von Busch. Also man kann da schon so richtig blöd sein. Richtig schier blöd. So passt's nicht, so passt's auch nicht, aber so, so passt's. Halleck mir Arsch. Ha, das sieht da nicht schlecht aus. So, da kann ich einfach mit den Fingern das Klump da rausdrücken. Siehst du, jetzt kriegst du es da nicht. So, ah, bin jetzt doch so blöd. Na, das muss man halt ein bisschen nein drücken. Guck, und jetzt schon ist den, da wird es so richtig sauber wärst. So krieg ich nicht zusammen. Siehst du? Geht nicht. Jetzt hat's noch nicht geschnackelt. Jetzt hat's geschnackelt. Das war jetzt mal im Markelsheimer Dialekt eine kleine Vorstellung dieses Schweinestalls, passend zum Saustall, der einst hier in der Nachbarschaft war. Aber dieser Bausatz ist alles andere als ein Saustall. Der passt wirklich optimal. Und die Teile sind perfekt gearbeitet. Das trifft für alle Bausatzteile der Landmetzgerei zu. Ich habe kein Teil gefunden, das nicht gepasst hätte. Mehr seht ihr dann natürlich wieder im Heft, im Modelleisenbahner. Da lest ihr dann natürlich den exklusiven Nachbericht zu unserem riesigen Seistall hier. Dann natürlich auf Deutsch. Ein sehr, sehr geiler Saustall. Sehr, sehr geil. So muss ein Lasercut-Bausatz zusammenpassen. Perfekt fügt sich alles. Saugeil. Hi Leute, ich bin eigentlich gerade dabei, den Artikel Weingut Teil 3 zu schreiben, aber das Wetter ist dermaßen herrlich. Ich musste jetzt einfach mal raus, solange die Sonne noch da ist. Hier wieder mal an der Bahn bei Markelsheim. Einfach nur super schön. Tja Leute, warum der jetzt so langsam fuhr, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, da war irgendwas mit dem Signal, weil hier hat überhaupt nichts gerappelt und gerasselt an der Mechanik. Keine Ahnung. Die sind jetzt ja schon ewig über die Zeit. Also normalerweise fährt er 32 ab.
Der 628 Richtung Bad Mergentheim-Lauter hat nun Ausfahrt, allerdings ohne Signal. Also er überfährt das rote Signal auf Weisung. Mal schauen, wann der 642 herschleicht. Ich glaube, er bewegt sich langsam auch schon. Ja, er bewegt sich. Also der fährt jetzt auch am roten Signal vorbei. Also sowas hat wahrscheinlich von den Modellbahnen so schnell niemand gesehen. Aber das gibt es tatsächlich. Aber auf beiden Seiten des Bahnhofes Signalstörungen habe ich noch nie erlebt. Sage ich ganz ehrlich, noch gar nie. Das ist der absolute Hammer. Jetzt hat er getutet, aber es tut sich noch immer nichts. Jetzt langsam schleicht er am Signal vorbei. Tja, extrem unfreundlich der Mann, hat nicht mal gewunken. Kein Mensch weiß, wann der nächste Zug kommt. Der Fahrplan ist jetzt eine halbe Stunde aus dem Ruder. Scheißegal, ich laufe einfach hier in dem schönen Wetter noch ein bisschen spazieren. Wenn die Sonne dann untergeht, geht es einfach wieder heim zum Schreiben. Das nenne ich mal optimale Zeitausnutzung. Es lebe die Freiheit. Toll, wenn man sich das selbst einteilen kann. Die Sonne, die steht eben noch fast oben. Das ist echt geil. Aber egal, es soll wieder kalt werden. Jetzt mache ich das heute einfach mal so. Scheiß drauf, hätte ich fast wie gesagt. Leute, das ist einfach nur so schön hier. Nur die Straße, die nervt da drüben. Aber nun mal geht die hier im Taubertal entlang der Bahn. Aber ich muss ja nicht immer entlang der Bahn laufen. Direkt an der Bahn zwischen Elbersheim und Margelsheim gibt es dieses kleine Biotop da hinter mir. So ein Krötentümpel muss das sein. Na nu hat da jemand sein Fahrrad versenkt. Das Gras wird allmählich so richtig schön grün. Also es wird Frühling. Tja, man sieht schon, Signal ist wieder rot. Jetzt geht's mal Richtung Einfahrsignal. Ich muss jetzt mal rennen. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Genau das hatte ich mir gedacht. Das sieht man echt nicht alle Tage, dass man hier so lange einen 628 betrachten und fotografieren kann. Beachte HP0 nach wie vor. Also wenn es jemand nicht wissen sollte, HP0 bedeutet, wenn das Signal rot ist und der Zug normalerweise halten müsste. Auch der Gegenzug fährt auf Weisung aus.
aber jetzt geht's wirklich heimwärts. Die Enten am Bach sind in Brutstimmung und die Kinder haben schon wieder einen Damm gebaut. Ich bin wieder an der Bahn, diesmal allerdings am anderen Einfahrsignal aus der Richtung Bad Mergentheim. Sehr offensichtlich, die Signale funktionieren wieder. Der Gegenzug hat Einfahrt. Bei der Gelegenheit habe ich auch mal die Baustelle für den Magelsheimer Hochwasserschutz besichtigt. Diese riesigen 2,50 Meter hohen Rohre werden zwischen Tauberbrücke und Klärwerk vergraben. Es kam immer wieder vor, dass über den Lochbach extreme Wassermassen den Ortskern unter Wasser setzten, insbesondere die Tankstelle. Und somit soll diese Tangente hier künftig für Entlastung sorgen. Der Liebherr 954, schon ein gewaltiges Kaliber. Wahnsinn! Teilweise wurden die Rohre bereits vergraben. Man sieht hier diese gewaltige Betonleitung. Hier hinten ist sie von Erde bereits abgedeckt. Abermals zwei Liebherr-Riesen, 926 und 924. Das vorläufige Ende der Rohrleitung. Das klingt vielleicht verrückt, aber da würde ich am liebsten mal durchlaufen, so mit der Taschenlampe. Wäre echt geil. Geschafft, Leute, das war's. Außerplanmäßig kommt der dritte Teil unseres Weinguts nun bereits in MEB 5. Dies hier soll als Vorschau genügen. Einen kleinen Vorteil müsst ihr ja schon haben, wenn ihr euch diese langweiligen Vlogs reinzieht. Sorry, diese Woche war nicht mehr, immer nur Bahnhof Magelsheim und ansonsten Arbeit. Egal. Wenigstens hat die Stellwerkstechnik versagt. Besser als gar keine Spannung. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, natürlich trotzdem Däumchen hoch, Abo-Button drücken, ihr wisst schon Bescheid. Haut rein, bis denn, ciao! Nein, das muss jetzt nicht sein. Jetzt hängt hier auch noch die Weiche, Mann. Ah. Stellwerkstechnik. Oftmals hilft da ein bisschen rumnotteln. Macht nichts mehr, das Gelump. Einfach gar nichts mehr. Ah. Ja, nein. Das Gelump an. So vorbildgerecht muss eine Modellbahn echt nicht sein. Jetzt hängt es wieder. Mann, oh Mann. Dieser Scheiße macht mich wahnsinnig! 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 Jetzt endlich geht's doch noch über die Weiche. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich. Nein, Leute, so schlimm ist es noch nicht. Ich kann nur meine Spezialbrille nicht mehr finden und habe jetzt mal diese alte Sonnenbrille aufgesetzt. Aber es wäre Wahnsinn, damit jetzt in die Sonne zu schauen. Warum? Draußen läuft gerade diese partielle Sonnenfinsternis. Es wirkt irgendwie, als schöbe sich eine Wolke vor die Sonne, obwohl alles klar ist. Etwas befremdlich, aber auch nicht so spektakulär. Pfeift drauf! Tja, die Sonnenfinsternis sollte gerade ihren Höhepunkt haben. Die Baustelle läuft, keiner guckt nach oben.